Heute Abend findet die Colo Fashion Show statt. Das ist eine Modeschau, die von einer Klasse von der Wirtschaftsmittelschule Rheinach durchgeführt wird. Und die Klasse hat in einem Wettbewerb gewonnen von der UNESCO. Und zwar ist es darum gegangen, dass man einen der internationalen Tage der UNESCO versucht, bekannter zu machen durch irgendein Projekt, durch irgendeine Aktion. Es hat alles angefangen im Deutschunterricht. Unsere Lehrerin Frau Roth hat gesagt, ja, UNESCO macht einen Jugendwettbewerb, wo man ihre eigenen Ideen kann einsetzen und dann an denen vorstellen. Und dann haben ich und Sarah überlegt, stellen wir etwas auf den Beinen und haben halt Tag der Rassendiskriminierung genommen. Und dann ist uns eben Colour Fashion Show in den Sinn gekommen, weil Rassismus hat manchmal mega mit Fashion zu tun, weil Kleider machen Leute kennen wir ja alle. Und dann haben wir gedacht, schicken wir denen mal Colour Fashion Show ein. Ich wollte schon immer eine Modeschau machen und ich finde auch vor allem bei anderen Modeschauen, dass man gewisse Grössen haben muss, gewisse Kleidergrössen, Massen. Und ich finde, das ist eigentlich auch schon noch an Rassismus. Es hat nicht unbedingt mit der Herkunft zu tun, aber einfach mit dem Aussehen. Und wegen dem habe ich gedacht, mache ich eine Modeschau, wo jeder mitmachen darf und wo viele Leute ja, einfach Freiwillige mitmachen dürfen. Das Projekt hat dann gewonnen. Und zwar war das im letzten Dezember. Die Klasse hat sich reingeknüttelt und hat die Modeschau auf die Beine gestellt. Das Projekt hat uns in der Jury überzeugt, weil es gerade die Elemente der Rassendiskriminierung mit einem sehr aktuellen Thema verbunden hat. Fashion, Mode, oder, wo Jugendliche begeistert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, obwohl ich Mode liebe, bin ich zuerst ein bisschen skeptisch gewesen, dem Thema gegenüber dieser Idee von dieser Colour Fashion Show. Weil gerade in dieser Branche herrscht sehr viel Rassendiskriminierung. Also wenn man Modeschauen anschaut, es hat sehr wenig dunkelhäutige oder asiatische Leute, es ist sehr einseitig. Aber sie haben das wirklich gut vertreten, die Idee, und darum haben wir ihnen den Preis gegeben, sozusagen. Die Klasse hat Geld bekommen, dass sie das Projekt überhaupt durchführen können. Es sind 2'000 Franken gesprochen worden, wo sie dann, nachdem sie alles eingereicht haben, an Budget und Projektbeschreibung usw., so wo ihnen dann auch ausgezahlt worden ist. Und jetzt können sie mit dem Geld das einsetzen, und wenn sie es natürlich clever machen, oder, dann bleibt ihnen auch noch etwas übrig, wo sie dann vielleicht auch als Klasse noch etwas davon profitieren können. Wir haben angefangen im Januar oder Februar, haben wir angefangen alles zu planen, organisieren, was wirklich lang gegangen ist. Ich glaube, fast die ganze Klasse ist gesehen, dass man hat sich gefreut, weil wir haben eigentlich einen guten Klassengeist gehabt, und wir haben uns gefreut, so ein grosses Projekt als Klasse zu machen. Am Anfang war so ein bisschen die Unsicherheit gesehen, so, ja, funktioniert das wirklich, kriegen wir das an? Aber dann, wo die ganze Planung, dass alles aufgestellt wurde, habe ich wirklich, bin ich sofort hinter dem Projekt gestanden und musste sagen, doch, das wird toll. Ich bin heute hier, um euch alle darauf aufmerksam zu machen, dass Rassismus auch heute noch ein aktuelles Thema ist und auch in Zukunft ein aktuelles Thema bleiben wird. Und wie sieht es bei dir aus, Anushka? Ich bin allgemein gegen Rassismus und ich bin überall dabei, wo es dagegen ist. Unsere Kleider haben wir von verschiedenen Boutiquen bekommen, wie La Diva, Anna K. und Stanbul. Und ja, das war eigentlich recht freundlich gewesen, dass sie das unterstützt haben. Wir haben noch als Abschluss ein kleines Dankeschön an unsere Projektleitung für die tolle Arbeit, die ihr geleistet habt und uns ermöglicht habt, dass wir dieses Projekt realisieren konnten.
muss sagen, ich bin sehr begeistert. Man hat natürlich auch gemerkt in ihrer Vorbereitung, dass sie viele Ideen hatten, aber dass sie auch wirklich eine Vorstellung hatten von der Umsetzung, oder? Und dass hinter ihnen viel Unterstützung ist. Also man hat das auch gespürt. Und darum, ich war sehr beeindruckt gewesen. Also es war sehr professionell gewesen. Mir hat vor allem die Initiative von diesen Jugendlichen, dass sie so etwas Grossartiges in relativ kurzer Zeit haben können auf die Beine stellen, dass sie so viel mitgemacht haben. Und die ganze Begeisterung, die man gespürt hat, auch für das Thema selber. Man hat ja gesehen, dass Jugendliche von verschiedenen Herkunftsländern gelaufen sind und wie das einfach fröhlich und zusammengepasst hat und einfach wie sie das grossartig gemeistert haben. Das hat mir gut gefallen. Also mir hat es vor allem gefallen, dass es so eine Vielfalt war. Grosse, kleine, die haben können laufen und auch die Figur hat nicht eine Rolle gespielt, sondern einfach die Freude. Am etwas mithelfen, am Zusammensein, das hat mir sehr gut gefallen. Natürlich, Rassismus ist sehr aktuell, man muss es diskutieren und das ist auch ein Grund, warum ich das Konzept und das Projekt auch bewilligt habe und unterstützt habe und es toll finde, dass wir hier im Haus ein Projekt haben können umsetzen. Ich nehme mit, dass ein Projekt in trotz so einer grossen Gruppe, die es organisiert, das kann funktionieren, wenn man es richtig aufteilt. Und dass man auch mit Menschen, die man nicht kennt, sofort in Kontakt kommt und dass das wirklich ein tolles Projekt werden kann.